Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem GameStar PC Special Edition RTX 4070 Ti für 2079 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das Video, das wurde sich jetzt häufiger gewünscht, unter anderem in den YouTube-Kommentaren und bei uns auf dem Discord-Server bei den Videovorschlägen, deswegen dachte ich mir, ich mache das auch einfach mal. Und nur mal als kleiner Tipp, wir haben bei uns auf dem Discord, der Link ist in der Videobeschreibung, ein Ticketsystem. Bei diesem Ticketsystem müsstet ihr hier erst bei den Ticketregeln die bestätigen mit diesem kleinen Haken, der da unten ist und dann könnt ihr eine Config-Anfrage stellen oder vielleicht ein Overclocking- oder Undervolting-Ticket, was ihr gerne möchtet. Wir machen euch Guides als Listen fertig, wir zeigen euch gute PCs, unter anderem bei Dubaro, Krotus oder wo es gerade halt Angebote gibt. Wenn ihr da Bock drauf habt, joint gerne unserem Discord und macht einfach ein Ticket auf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Kommen wir zu dem PC. Das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake, beziehungsweise es ist eigentlich so gar nicht fake. Das Gehäuse stimmt soweit. Diese RGB-Lüfter in der Front, die sind vorinstalliert, genauso wie der im Heck. Die Wasserkühlung ist auch so richtig. Ansonsten gibt es jetzt keine gesonderte Seitenansicht, aber man sieht hier noch eine MSI-Grafikkarte, die ist allerdings auch verbaut. Das passt soweit schon. Kommen wir zuerst zu der Software. Also hier ist Norton 360 Deluxe mit dabei. Das ist ein Antivirenschutzsystem, das braucht ihr nicht. Ihr habt einen Windows Defender, der wird automatisch mit installiert, sofern ihr dann Windows installiert. Das reicht eigentlich völlig aus, könnt ihr einfach ignorieren. Windows ist übrigens nicht mit dabei. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wie man so einen USB-Stick erstellt, wo man dann Windows mit installieren kann. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Prozessor. Das ist ein Intel Core i5 13600KF. Der hat 14 Kerne, 6 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 12 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne, ist dann sozusagen ein 20 Kerner bei euch im Task Manager. Das ist ein Top-Prozessor, mit dem könnt ihr streamen, mit dem könnt ihr auch ganz normal zocken, überhaupt kein Thema. Natürlich gibt es noch bessere, 13700er oder 13900er, ist für die meisten aber nicht wichtig. Für die, die wirklich nur zocken wollen, ist der 13600KF auf jeden Fall eine gute Wahl. Der hat keine integrierte Grafikeinheit, deswegen ist das F dahinter. Das K steht dafür, dass er übertaktet werden kann, sofern das Mainboard das mitmacht. Ansonsten kann er sich bis zu 181 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Ich werde da immer wieder nachgefragt in den Kommentaren. Von wegen, muss das so sein oder so? Nein, muss nicht sein. Ihr könnt den auch mit 4800 MTS betreiben unter DDR5, das ist überhaupt kein Thema, nur dann habt ihr halt Leistungsverlust. Genauso könnt ihr aber auch mehr reinpacken, bei DDR5 zum Beispiel 6000 MTS, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Leistung, aber Intel garantiert euch, dass er dann quasi nur bis 5600 läuft. Aber ihr könnt da durchaus auch stärkeren verbauen, ist auf jeden Fall gut für die Leistung. Und der kostet 313 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine GameStar Liquid ARGB 240mm Wasserkühlung. Die sieht für mich ganz stark nach einer Deepcool LS520 aus. Ich hatte hier schon die LS720, die hat mir persönlich sehr gut gefallen, die hat auch gut gekühlt. Eine 240er reicht für den Prozessor auch noch aus, mir hätte eine 360er auf jeden Fall besser gefallen. Da habt ihr auch noch ein bisschen Luft, wenn ihr dann später vielleicht sogar übertakten wollt. Ansonsten ist sie halt RGB beleuchtet, ein bisschen bling bling, gut, das ist okay. Die sagt offiziell 280 Watt könne sie abtragen, da glaube ich nicht so dran, aber die wird mit dem Prozessor schon klarkommen. Und die kostet 99,90 Euro bei PC King. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 4070 Ti. Und hier wissen wir sogar, was wir genau bekommen. Ist ein Triple Fan Design, die wird dementsprechend auch leise laufen. Ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Danach kommt nur noch die 4080, 4090. Natürlich hat AMD auch noch welche im Lager. Aber rein bei Nvidia ist das auf jeden Fall eine gute Karte, zum Beispiel für WQAD Gaming. Ihr könnt damit auch 4K spielen, kommt immer auf das Spiel an. Ne? Also ihr müsst jetzt wirklich ein bisschen abwägen. E-Sports-Titel natürlich ganz locker. Den ein oder anderen AAA-Titel geht auch in 4K. Aber halt nicht alles. Wenn man die jetzt bei 4K in Cyberpunk reinschicken würde mit hohen Einstellungen, wird die auch in die Knie gehen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1014,79 Euro bei Check24 Elektronik. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z690-P Wi-Fi. Das hat hier in dem Fall den Intel Z690 Chipsatz. Wollt ihr selber bauen, nehmt ein Intel Z97 oder macht vorher ein BIOS-Update. Einige Mainboards geben euch die Möglichkeit,
ohne älteren Prozessoren BIOS-Update machen zu können. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine SSD verbaut werden und noch eine weitere SSD ganz hier unten in der Ecke. Hier kommt die Grafikkarte rein, dieser Slot wird überdeckt von dem Kühler der Grafikkarte und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots, zum Beispiel für USB-Erweiterungskarten oder Capture-Cards oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch mit dabei. Onboard-Grafik könnt ihr mit diesem Prozessor hier nicht benutzen, weil es ja ein KF-Prozessor ist. Das F steht dafür, dass er keine Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild auf jeden Fall über die Grafikkarte ziehen. Zweimal USB 2.0 und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist jetzt kein besonderes Board, aber es ist okay. Es ist kein Micro-ATX oder so. Ich bin damit happy, das passt soweit schon. Und das kostet 236,90 € bei Quipper. Ja, die haben sich umbenannt von Equipper zu Quipper. Keine Ahnung warum. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR5 RAM Dual Channel, 2x8 GB 5600 MHz Kingston Fury Beast. 16 GB in der Preisklasse finde ich persönlich leider ein bisschen wenig. Natürlich haben wir schon DDR5, verstehe ich auch, der ist sowieso ein bisschen teurer, aber 16 GB, es hätten schon 32 sein dürfen in meinen Augen. Ansonsten haben wir halt 5600 MTS, mir wäre 6000 oder 6200, 6400, irgendwas in die Richtung auf jeden Fall lieber gewesen. Ansonsten sind die Timings mit CL40 auch sehr, sehr schlecht. Es gibt mittlerweile RAM mit CL32 oder sogar noch besser. Deswegen, also ich hätte auf jeden Fall eine höhere Taktung genommen und ich hätte bessere Timings genommen und wahrscheinlich auch noch mehr Speicher, einfach 32 GB. Ansonsten ist daran nichts auszusetzen, das wird funktionieren, aber es kann passieren, dass ihr bei dem einen oder anderen Spiel, gerade wenn ihr streamt und noch viele Programme offen habt, vielleicht an die Speichergrenzen kommt vom RAM. RGB-Beleuchtung oder so hat er nicht. Und er kostet 81,16 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2. Die hatten wir jetzt schon ganz oft. Lesegeschwindigkeit 3500 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 2100 MB die Sekunde. Reicht für den Otto Normal Gamer eigentlich aus. Ihr braucht da jetzt nichts Besseres mit TLC-Speicher oder sonst was. Das ist schon völlig in Ordnung. 1 Terabyte. Hätte in meinen Augen auch mehr sein können, aber wir sehen auch gleich den Preispunkt. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern, so viel Luft war da nicht mehr. Wenn ihr mit einem Terabyte zurechtkommt, dann ist das in Ordnung für euch. Letztes Mal hatten wir ja den Aldi-PC, der hat glaube ich 3.900 € gekostet. Da war auch nur 1 Terabyte drin, da hat es mich richtig geärgert. Hier geht es noch. Und die kostet 49,90 € bei Alternate. Weitere Festplatten haben wir nicht, Laufwerk auch nicht, weitere Laufwerke auch nicht, Cardreader haben wir auch nicht. Das Gehäuse ist in dem Fall ein CSL Midgard Schwarz. CSL ist quasi die Mutter-Company von Boostbox, also Boostbox macht diese Gaming-Sparte, CSL die normale Bürosparte, da könnt ihr auch Gaming-PCs kaufen, klar, aber Boostbox hat sich darauf spezialisiert. Wir schauen uns grob das Design an, ich habe es jetzt nicht genau so gefunden, aber was ähnliches. Und zwar nämlich einfach das Silverstone Fahrer B1 Pro, das hat auch 3 RGB-Lüfter in der Front und einen hinten, hat auch an der Seite dieses Mesh, kann ich auch so jetzt nichts dran aussetzen. Es hat eine Mesh-Front, zumindest zum Teil, hat die Lüfter vorinstalliert, die Wasserkühlung ist ja auch noch oben drin, das heißt, ihr habt insgesamt 6 Lüfter in diesem Gehäuse, das wird schon gehen. Und das kostet 79,98 € bei csvdirekt.de. Gehäuselüfter, keine weitere Auswahl, Kabelmodding auch nicht. Das Netzteil ist ein 700 Watt Boostbox Power Boost 90% Effizienz 80 Plus Gold zertifiziert. Das ist sogar gelistet bei Geizhals, also ihr könnt das wirklich kaufen, dann über CSL natürlich nur. Wir haben hier eine Herstellergarantie von 1 Jahr, 80 Plus Gold Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Also das ist echt nichts Besonderes. 1 Jahr Herstellergarantie ist halt nichts. 80 Plus Gold ist ganz nice. Festes Kabelmanagement, ja gut, wen es interessiert. Bei einer 2000-Euro-Kiste möchte ich auf jeden Fall ein besseres Netzteil, eventuell sogar ein modulares haben. 700 Watt reicht für das System natürlich aus, aber ich würde mir niemals ein Netzteil mit nur 1 Jahr Garantie kaufen. Vor allen Dingen, das Teil, das kostet 69,90 € direkt über CSL. Da kriegt ihr ja auch schon in Richtung Seasonic Focus oder Be Quiet irgendwas. Und die sind dann meistens sogar schon modular und haben dann irgendwie 5 oder 6 Jahre Garantie. Deswegen, da bin ich nicht so begeistert von. Von der Wattzahl her ist es okay, aber nee. Ansonsten WLAN und Bluetooth ist natürlich dem Mainboard geschuldet. Immerhin haben wir hier 3 Jahre Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, also dieses Pickup und Return. Habt ihr was mit der Kiste, ruft ihr an, ihr kriegt ein Label, Postbote kommt zu euch und holt das Ding ab. Das hebt das mit dem Netzteil natürlich wieder ein bisschen auf. Aber trotzdem würde ich mir sowas so nicht kaufen einzeln. Aber 36 Monate ist schon geil. Zum Beispiel MIFCOM macht das auch, aber es gibt nicht viele Systemintegratoren, die das so anbieten. Bei dem Rest seht ihr hier natürlich auch alles keine Auswahl. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.945,53 €, das System soll kosten 2.079 €. Also vom Aufpreis her geht's eigentlich klar. Was mir hier nicht gefällt, ist der Arbeitsspeicher und eben das Netzteil. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes,
weil der RAM ist halt genau die Spezifikation von Intel und das Netzteil, es reicht aus von der Wattzahl, aber ist qualitativ wahrscheinlich nicht so geil. Aber grundsätzlich habe ich an der Kiste nichts auszusetzen sonst. Das ist eigentlich soweit ein stimmiges System, keine Bottlenecks oder so, das passt soweit, aber ich habe eine kleine Alternative. Ich habe mir jetzt nochmal den Hardware Deal 2000 rausgepflückt, der kostet 20 Euro mehr. Da habt ihr den gleichen Prozessor, allerdings eine 360er Wasserkühlung, also auf jeden Fall eine bessere Kühlleistung, ein Z97 Phantom Gaming Lightning D4 DDR4. Hier seht ihr aber schon, klar, aktuellerer Chipsatz, Z97, allerdings nur DDR4. Viele haben in die Kommentare reingeschrieben, sie erwarten bei einem System, sag ich mal, ab 2500 Euro oder so, zumindest DDR5 oder 2000 Euro sogar schon. Einige schrieben aber auch, DDR4 wäre jetzt eine Vernunftsentscheidung. Aktuell gibt es halt kaum Vorteile durch DDR5. Dadurch wandern in das System 32 GB anstatt 16 GB, also schon das Doppelte an Arbeitsspeicher. Natürlich können die Kosten sparen, weil sie nicht DDR5 nehmen. Das sind laut Dubaro auch 3600 MHz. Es ist natürlich so, dass das auch schon dann über der Spezifikation betrieben wird. Also 3200 wird bei DDR4 auf jeden Fall angepeilt, 3600 verbauen sie. Hier ist auch eine 4070 Ti drin, da habt ihr jetzt allerdings den Nachteil, ihr wisst nicht, welches Design ihr kriegt, was aber eigentlich mehr oder weniger auch egal ist. Es sei denn, ihr feiert jetzt dieses MSI-Design, das ist dann euer Ding. Wir haben die gleiche SSD, wir haben ein 850 Watt Corsair RME Netzteil 80 plus Gold, was auf jeden Fall besser ist als das Boostbox-Knaller-Ding da. Und bei dem Gehäuse lässt sich drüber streiten. Co-Link Observatory Z ist auf jeden Fall auch mit Meshfront, hat auch RGB-Luffis drin. Das tut sich jetzt nicht viel. Und das halt für ein 20 mehr. Natürlich macht ihr einen Step zurück bei DDR5 zu DDR4, habt aber dafür doppelt so viel Arbeitsspeicher und ihr habt eine bessere Wasserkühlung drin und ein besseres Netzteil. Für ein 20 mehr. Überlegt es euch. Da habe ich jetzt auch nur auf die Schnelle reingeklickt. Wahrscheinlich findet man bei Dubaro noch andere Angebote, die vielleicht sogar noch besser sind. Aber das ist immer so das Erste, wo ich gucke. Kreativecke, Hardware-Deals-Dinger da. Und da habe ich den halt gefunden und der passte ganz gut dazu, weil Prozessor und Grafikkarte halt genau das gleiche ist. Also preislich gesehen, nichts dran auszusetzen. Was ich zu bemängeln habe, habe ich gesagt. Und ansonsten wäre dieses Video auch schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt daran, vielleicht unserem Discord zu joinen. Lasst ein Abo da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.